Was ein wunderschöner Tag. Zeit, mich meinem Studium zu widmen. Oh yeah! Guten Morgen, Ponyville! Nun, Octavia, wie sehen deine Morgende mit dem DJ gewöhnlich aus? Ich stehe jeden Morgen auf, komme die Treppe runter, sie macht den Abwasch. Und das ist wirklich toll, ein Mitbewohner, der den Abwasch macht. Aber es gibt ein Problem. Sie wäscht sie mit... Wops. Wir drehen den Bass auf plus 11 und waschen das Geschirr somit auf mikroskopischer Stufe. Yeah! Ich sollte eigentlich erster Cellist für das königliche Canterlot-Orchester werden. Womit verdiene ich dieses Leben? Es scheint, dass deine Mitbewohnerin Octavia eher kultivierte Ansprüche besitzt. Führt das eventuell mal zu Diskussionen? Was? Oh nein, nein, Mann, sie ist cool! Ich meine, ja, manchmal ist sie schon irgendwie hochnäsig, aber was soll man machen? Das passt schon. Ich meine, zum Beispiel hat sie ziemlich hohe Ansprüche, denn einmal habe ich für sie ein Treffen mit so einem richtig geilen Typen klargemacht und sie hat ihn abserviert. Was sollte das? Vinyl kennt wirklich jeden guten Musiker in unserer Stadt. Und sie hat mir einen Geiger vorgestellt, den ich bisher eher aus der Ferne bewunderte, aber bisher nicht die Chance hatte, ihn näher kennenzulernen. Wir haben uns im Naschöckchen zum Teetrinken getroffen, aber es ist schnell aus den Hufen geraten. Wir hatten doch das Eichhörnchen-Contest! Geht es dir gut? Ja, aber ich kann keiner Challenge widerstehen. Ich hab dir gesagt, dass ich gewinne. Nächstes Mal, Pinky, du Schlampe, ficke ich deine Cupcakes. Ach, nö. Es hätte besser laufen können, ja. Was soll ich sagen? Der war eigentlich voll der Ehrenmann. Was habe ich dir gesagt? Verklemmt. Obwohl, ich glaube, seine Nummer habe ich noch. Warum besitze ich das? Nun, Octavia, obwohl ihr eure Differenzen habt, scheint ihr trotzdem in Harmonie leben zu können. Kann man das so sagen? Nun ja, unsere Differenzen haben wir auf jeden Fall, aber Vinyl meint es ja eigentlich immer gut. Immerhin gab es auch mal eine Situation, in der sie Ponyville vor der Vernichtung gerettet hat. Ach, es ist mir eine große Freude, wieder zurückzukehren, um mich zu unterjochen. Ach, das war viel einfacher, als ich es mir je hätte vorstellen können. Warte mal, wer bist du? Okay, meine Schwestern, pflanzt euch hin. Ich regel das. Und was, bitteschön, ist das? Ach, das ist nichts Besonderes, außer meine Bass Cannon! Wow, Wahnsinn! Obwohl wir Differenzen haben, sind Octavia und ich die besten Freunde. Sie ist das großzügigste Pony, das ich kenne und sie ist immer für mich da. Hey, möchtest du mein letztes Sandwich noch haben? An diesem Tag habe ich endlich gelernt, was Freundschaft bedeutet. Und es war köstlich.